Hallöchen, in diesem Part werden wir die Arena machen. Ja, schauen wir uns noch alle unsere Pokémon an, mit der wir in die Arena reingehen. Unser Niblock mit Level 19. Dann haben wir unser Iglava mit Level 21. Dann unser frisch geschlüpftes Cosilla, was leider kein Shiny ist, aber es macht nichts. Dann unser Habitak, was wir bekommen haben, einfach so zum Spaß, damit der uns ärgert. Und dann ein Golbat, was wir in der Dunkelhöhle gefangen haben, mit Level 22, was sich bald vielleicht sogar noch zu einem X-Bat entwickeln wird. Und dann das frisch getauschte Macholo, was wir durch einen Tausch mit einem Abra bekommen haben. So, das Abra, das Pokémon trägt einen Brief oder sowas. Ja, was ist denn das für ein Item? Eine Goldbeere. Sowas. Entweder trug unser Abra eine Goldbeere oder sein Herakles hat eine Goldbeere getragen, wo wir es getauscht haben. Na gut, dann geben wir die Goldbeere einem Pokémon von uns. Und zwar, welches Pokémon gebe ich denn? Nibulok, würde ich sagen, weil Nibulok sehr wenig KP hat. Ich glaube, da lohnt es sich am meisten. Okay, ach ja, jetzt gehen wir mal in die Arena rein. Ah nein, Moment, ich rufe zuvor jetzt noch mal eine Mutter an. Meine Mutter! So, was? Wo ist das ganze Geld? Also, haben wir ausgegeben im letzten Part, stimmt ja. Ich wundere mich schon. Ha, wo ist mein Geld hin? Ein Polacke hat es mir geklaut. Sorry an alle Polen, ich bin kein Rassist. Ist nur Spaß alles, ne? Gut. Also rufe ich meine Mutter an. Oh, ein Gold, hart am Arbeiten. Wo bist du denn am Arbeiten? Hm, bist du auch in Taiwan? Oh, jetzt, nee, Thailand. Verdammt, jetzt disse ich mich selber. Oh, du bist in Jakarta City. Ist da nicht der Radeturm? Hast du das schon angesehen? Nebenbei hast du 3632 Pokédollar gespart. Bist du weiter mit dem... Nein. Ich brauche das Geld hier. Für das unbekannte Pokémon. The Mystery Pokémon. So, was hast du zu sagen? Yo, Champion Spee! In dieser Pokémon-Arena warten Trainer mit Pokémon des Typs Normal auf dich. Ich rate dir, Kampf-Pokémon einzusetzen. Ja, Kampf-Pokémon haben wir auch. Ein frisch getauschtes Abra. Also, falls ihr in der Arena nicht weiterkommt, holt euch dieses... Macholo, habe ich gerade Abra gesagt? Naja, ihr wisst schon. Dieses frisch... Holt euch dieses... Macholo, falls ihr hier nicht weiterkommt... Und ihr werdet gewinnen. Gut, aber ich habe Angst vor der Arenaleiterin, muss ich sagen. Weil die hat einen Miltank und es kann Walzer. Und ihr seht, wir haben wenig Mittel gegen eine Walzer-Attacke. Unser Nebulak hat wenig KP, wäre daher schwach gegen einen Walzer und kann zudem das Miltank nicht angreifen, weil Miltank ein Normal-Pokémon ist. Und Iglava ist vom Typ Feuer, daher wäre eine Walzer-Attacke sehr effektiv. Genauso wie unser Golbat, das auch schwach gegen einen Gesteinsattack ist. Daher wäre es mir recht, wenn wir noch Gold, also Geld bekommen würden für unser Mystery Pokémon, bevor wir hier in die Arena gehen. Naja gut, aber wir haben keine Wahl. Oh, du musst wohl... Was? Du musst wohl noch etwas wachsen. Ich mag dich, aber ich werde mich nicht zurückhalten. Ja, habe ich auch nicht davon gesagt. Na los, streng dich an, ich brauche deine Kohle. Na, theoretisch sollte ich mir jetzt einen Mausi holen und es durch Nobelcard entwickeln. Ne, Quatsch, bringt ja nichts. So, dass es dann halt Zahltag beherrscht. Aber ich glaube, die paar Kröten, die reichen. Ich glaube, müssen wir schon mehrere Pokémon killen. Warum setze ich eigentlich Nebulok ein? Gegen ein Normal-Pokémon in einer Normal-Arena? Kann mir das jemand erklären? Ich hoffe nur, dass Nebulak bald Nachtnebel beherrscht, weil Nachtnebel ist eine Geisterattacke, die ein Normal-Pokémon treffen kann, da es eine bestimmte Anzahl an KP abzieht, nämlich die KP in Höhe des Levels. Okay, aber naja, jetzt müssen wir halt Golbat einsetzen, weil wir keine andere Möglichkeit haben. So, bis... Okay, jetzt kommt ein Visor. Das Pokémon sind wir auch damals in der ersten Route begegnet. Glaube ich. Nee, Quatsch, da war Nacht da.
Da haben wir es nicht begegnet. Nee, nee, aber man kann es in der ersten Route von, also von Neuborke nach keine Ahnung was statt finden. Mit Level 2. Und man findet es, glaube ich, auch beim See des Zorns in der Nähe. Aber ich bin mir nicht so sicher. Da gibt es sogar V-Seniors, wenn ich mich nicht irre. Ich habe das Spiel echt lange nicht mehr gespielt, Kristall. Ich glaube, vor gut 5 Jahren habe ich es nicht mehr gespielt. Ich habe höchstens zuvor einmal oder zweimal, ne, einmal was. Ne, zweimal was. Ich habe zuvor zweimal Soul Silver gespielt, aber es ist ja eigentlich nur ein Remake und das ist ja nicht das Originalspiel. Vielleicht wurde, wer weiß, vielleicht kann es sein, dass es dann in Soul Silver so geendet wurde, dass statt Visors irgendwelche anderen Pokémon auftauchen, auch beim See des Zorns. Ich weiß es nicht genau. Oder dass Visors bei Hell's Gold auftauchen und nicht bei Kristall. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Mal sehen. Ups, schon vorbei. Ja, boah, 1000 Geld. Danke, das brauche ich wirklich. Ach ja, übrigens, die Arena, die hat die Form eines Pummeluffes. Oder eines Pipis, weiß ich gar nicht mehr. Irgendein Basis-Pokémon. Ich glaube, das ist ein Pipi, was da ist. Als Arena. Könnt ihr euch im Poké-Wiki anschauen oder einfach googeln nach Dukatia City Arena. Dann seht ihr daraus, sieht aus wie ein Pummeluff oder ein Pipi, keine Ahnung, weiß ich wie gesagt nicht. Schlag ordentlich zu, sonst werde ich es tun. Ja, Frauen schlagen, ich rufe Julians Blog an. Ach verdammt, den habe ich nicht mehr eingespeichert, verdammt. Oh, die hätte sich gefreut. Tina, du hättest dich echt gefreut. Ach, du hast einen Mauzi, gib her, ich brauche Zahltag oder setz Zahltag ein. Na Moment mal, ich habe eine Idee. Ich hoffe, dieses Mauzi kann Zahltag. Ich probiere jetzt einfach mal was. Los, Herakles! Nein, nicht beißen! Das sage ich auch immer zu meinen Karte. Nicht beißen, setz Zahltag ein. Ich brauche die Kohle für die Schule. Ja, danke. Gut, so stelle ich mir das vor. Gut, ich lasse das Mauzi jetzt einfach mal das, das Macholo killen, damit wir ein bisschen Kohle am Schluss noch bekommen. Einfach mal so, weil wir die Kohle ja brauchen. Setz Zahltag ein! Nicht heulen! Zahltag! Böse Mietz! Zahltag! Gut! Ja, kill... Nein! Ah, ja gut, macht nichts. Dann kriegen wir halt noch einen Zahltag ab. Nicht beißen! Gut! So, und so mache ich jetzt die ganze Zeit, solange bis es nicht mehr geht. Ist zwar ein bisschen langweilig jetzt dann, aber wir brauchen das Geld. Ich mach das nur wegen dem Geld. Ihr seid mir dabei scheißegal. Das Geld ist alles, was zählt. Denkt sich Simon Desue. Und Herr Tutorial. Okay. So, okay, jetzt knutsche ich ein bisschen. Oder du knutschst jetzt mit meinem Kusilla, Mauzi. Hier kommen, ach verdammt, oh, Schlecker. Schlecker ist unwirksam. Nicht beißen! Ja, es war sehr effektiv, weil Kusilla ein Psycho-Pokémon noch ist. Okay, ich glaube, ich opfer dich jetzt, Nibulak. Ich hoffe, du seid... Nee, Quatsch, Zahltag funktioniert nicht bei Nibulak. Okay, schnell wechseln. Schade, dass wir kein Pokémon haben, das Genesung kann, weil sonst könnte Mauzi immer wieder Zahltag einsetzen und wir könnten unsere Pokémon immer wieder heilen, bis wir sehr viel Kohle hätten. Verdammt, unser Iglavar kann nur angreifen. Okay, wieder wechseln. Ich will es jetzt total ausschöpfen, dass hier ein Mauzi draußen ist. Wegen des Geldes. Ja, ich bin so geldgeil, ich weiß. Okay, wieder wechseln. In Wirklichkeit heiße ich Mr. Krabs. Ach, nicht kratzen. Setz Zahltag ein. Heute ist Zahltag, Mauzi. Okay, also wenn die nächste Attacke kein Zahltag mehr ist, dann reiße ich dir deinen Kopf ab und nehme mir deinen Taler von deinem Kopf und verkaufe ihn für 500 Poké-Dollar. Nee, Quatsch. Für 1 Million Poké-Dollar, wie diese Fleckmann-Route da. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wisst ihr was? Jetzt fluche ich hier schon auf Gölsch. Das gibt's doch gar nicht. So, testen wir gleich die weitere Attacke mit der Attacke. Die Attacke, mit der wir es, die uns fürchten lernen wird bei der Arena-Leiterin. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Die uns fürchten lernen wird. Ja, kann man so aussprechen. Diese Attacke wird nämlich immer stärker, je öfter man die einsetzt. Und sie ist eine Gesteinsattacke. Ach, du hast noch ein Mauzi. Okay, diesen Mauzi gebe ich eine Chance.
Nein, Quatsch, unser Iglava hat noch den Walzer gespeichert. Verdammt! Okay, das wird ein One-Hit-Kill. Sorry, Mauzi. Okay. Okay, Level 22 für Iglava. Na gut. Ach ja, Iglava lernte bald Flammenrad. Stimmt ja, mit Level 25, glaube ich. Nein, oh Mauzi, es tut mir leid. So, wie viel Geld kriegen wir jetzt durch ihr Mauzi? Pff, das ist ja gar nichts. Das hat sich die Mühe kaum gelohnt. Ja, für 96 Pokédollar habe ich euch jetzt verkauft. Wie ein Jude, ich schwör's euch. Oh, das war jetzt. Sorry an alle Leute. Sorry an alle Juden. Ich bin kein Rassist. Ich hab nichts gegen Juden. Ernsthaft jetzt. Lass dich nicht von dem netten Äußeren meiner Pokémon täuschen. Sie können dich platt machen. Also ernsthaft, ich hab echt nichts gegen Juden. Ich verarsche das bloß gerne. Ja, aber das ist Humor. Das ist Humor. Schwarzer Humor. Aber ja, ich kann jetzt auch einen Witz. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einen Klischeewitz über Deutsche. Und zwar, Moment. Ich denke mir gerade einen aus. Warum hat ein Deutscher in einem Test alles richtig? Er hat überall Haken. Okay, der war so flach, das gibt's gar nicht. Ne, ihr wisst, Haken, Kreuz und so. Ne. Okay, das war jetzt total uncool, ich geb's zu. Ich nehme jetzt alles zurück, was ich über Juden und Deutsche gesagt habe. Tut mir echt leid. Verflix, ich dachte, du wärst schwach. So schwach wie meine Witze. So, das ist die letzte reguläre Trainerin in der Arena. Ich mag niedliche Pokémon, aber als starke? Was? Ich mag niedlichere Pokémon mehr als starke. Aber ich habe starke und niedliche Pokémon. Das werden wir jetzt sehen. Ich werde deine Pokémon testen. Jedes einzelne werde ich prüfen, ob es auch stark genug ist, um mich zu schlagen. Oh, Pummeluff ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Keine Ahnung warum. Ich mag Pummeluff. Ernsthaft jetzt? Ich finde Pummeluff cool. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es cool. Pff, was soll denn das jetzt, Aussetzer? Du setzt gleich aus. Zwar nachdem ich dich gekillt habe. Auf der Ersatzbank. Jetzt rede ich über Fußball. Unglaublich. So, ich tanze jetzt mit Pummeluff den Walzer. Oder mein Igler war, je nachdem. Oh, jetzt noch mit Pummeluff. Moment, vielleicht können wir die Walzer-Taktik bei der Arena-Leiterin einsetzen. Ich meine, die erste Pokémon wird ein Pipi sein. Sorry, dass ich jetzt da so viel spoiler über die Arena-Leiterin, aber ich habe echt Angst vor der. Regulär verliere ich mindestens einmal gegen die im Durchschnitt. Sogar in Hearthgold und SoulSilver, wo ich die damals gespielt habe, habe ich mindestens einmal gegen die verloren. Da ist er, glaube ich, sogar noch stärker. Ich glaube, die Walzer-Taktik am Anfang gegen ihr Pipi könnte die Lösung sein, um Emiltern zu schlagen. Oh nein, nein, nein. Ach ja, übrigens, Emilter kann auch Milchgetränk und die kann sich dadurch heilen. Das ist auch wieder sehr, sehr mies. Also ich habe echt Angst vor der Arenaleiterin. Ich traue mich gar nicht, die anzusprechen. Okay, verlassen wir die Arena jetzt nochmal und gehen zurück. Oder was heißt hier gehen? Ach verdammt, meine Enter-Taste ist immer noch total eingeklemmt. Ich muss zugeben, diese Aufnahme ist direkt nach der Aufnahme des letzten Parts gemacht, weil ich jetzt ein bisschen vorproduzieren möchte. Einfach mal so, damit es mal wieder regelmäßig einen neuen Pokémon-Part gibt, weil ich möchte das Spiel langsam voranschreiten. Habe ich das richtig ausgedrückt? Ja, ich glaube schon. Eigentlich wollte ich durchspielen sagen, aber ich glaube, das stimmt auch. Ich will das Spiel langsam durchspielen. Nein! Hi Gold, unsere Fahrradverkäufe brechen alle Rekorde. Das verdanken wir nur dir. Weil du mit unserem Fahrrad herumgefahren bist. Als Dankeschön darfst du das Fahrrad behalten. Vielen Dank. Wo hat denn meine Nummer her? Ich stehe nicht im Telefonbuch. Die muss er irgendwo geklaut haben. Habe ich mein Handy bei ihm verlegt.
Oder was? Keine Ahnung. Ist mir auch egal, denn jetzt kämpfen wir gegen Bianca die Schlampe. Ah, wir müssen aufpassen auf ihr Miltang, denn es ist super stark und hat mich schon oftmals gekillt. Okay, ich höre schon auf, sorry. Ich bin Bianca. Jeder hat sich für Pokémon interessiert. Also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt, ich bin gut. Oh Gott. Ich hab Angst. Halt, Moment, ihr hört eine andere Musik. Hoffentlich vergesse ich nicht zu ändern. Okay, ich probiere jetzt die Taktik einzusetzen. Und zwar... Ach, das ist schon mal sehr falsch. Sehr, sehr falsch. Ich glaube, ich sollte mir Nebulot aufheben. Ich glaube... Ach, jetzt wechselt sie vielleicht sogar ihr Pokémon. Weil wir ein Geist-Pokémon draußen haben. Ach, komm, ich muss es riskieren. Komm, Iglava. Ich brauche dich jetzt. Und deinen Walzer. Wahrscheinlich setzt das Pipi Metronom ein, ja. Setzt eine zufällige Attacke ein. Und es war Zertrümmerer. Normalerweise senkt es ja noch die Verteidigung, ne? Egal, jetzt probieren wir unsere Taktik aus. Walzer! Nein, warum geht die daneben? Wenn die später bei dem Miltang daneben geht, raste ich aus. Aua! Und wenn wir verlieren, verlieren wir auch Geld. Und Geld ist nicht gut, wenn wir es verlieren, weil wir brauchen das Geld für das mysteriöse Pokémon. Noch viel mysteriöser als irgendwelche anderen Pokémon. Jetzt hör auf, mich zu peitschen mit deinen hässlichen Funzelarmen. Mimirki. Verdammt, oh nein, 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 das ist schlecht, das ist schlecht. Oh Gott, jetzt muss man schnell killen. Oh, sehr, sehr schön, das war knapp. Hätte es jetzt Walz eingesetzt, hätte man ein Problem. Oh Gott, ja, jetzt kommt das Pokémon, vor was ich so viel Angst habe. Hier ist ihr Miltang of Doom. Ich habe echt Angst vor dem Viech. Oh Gott. Und es hat sich gerade bestätigt, dass ich wirklich Angst vor dem Viech habe. Komm schon, die Hälfte mindestens. Ja. Ja. Nein. Nein. Jetzt aber. Hat ihn alle. Ja. Jawohl. Wir haben dieses Miltang besiegt und haben Level 23 erreicht. Ich bin so erleichtert, dass wir dieses Miltang besiegt haben. Das war aber gar nicht so schwer. Ich meine, hätten wir die Walzattacke nicht, wäre es vielleicht anders ausgefallen. Und was lernt man draus? Holt euch möglichst gute Attacken. Okay, weiter geht's. Du bist gemein. Du solltest nicht so ernst sein, du Kind, du. Oh, 2000. Du bist gemein. Haha. Herr mit der TM. Ich will Anziehung haben, komm her. Oh nein, du hast Bianca zum Weinen gebracht. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald wieder. Sie weint immer, wenn sie verloren hat. Was? Was willst du? Einen Orden? Oh stimmt, ich vergaß. Hier ist der Basisorden. Ach so, sie hat uns nicht mal einen Orden gegeben, stimmt ja. Mir ist die Themen wichtiger als der Orden, unglaublich. Mit Hilfe des Basisordens können deine Pokémon stärker auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem erhöht er die Initiative deiner Pokémon. Oh, das hier kannst du auch noch haben. Endlich Anziehung. Genau das wollte ich haben. Es ist Anziehung. Es bringt dir Charme eines Pokémons voll zur Geltung. Passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Ich sag jetzt einfach mal ja. Bis auf das Geflänne. So eine will ich nicht. Ich will keine Frau, die ständig flennt. Kauf mir Schuhe, kauf mir Schuhe. Okay, langsam wird mir das zu ernst. Reden wir jetzt mal mit diesem Typen und meine Stimme ist total verrückt, aber egal. Du hast gewonnen. Toll, ich war damit beschäftigt, die hübschen Damen hier zu bewundern. Oh, ein richtiger Playerboy. Ey, der Playerboy ist back und immer noch heftig krass am Float, okay. So, was jetzt? Jetzt müssen wir die Shiggy-Kanne uns holen. Die finden wir hier. Da la 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 la, da hast du was, da mein Hübsches. Okay, von der schönen Dame kriegen wir keine Shiggy-Kanne.
Als ich meine Schwester von dem wackeligen Baum erzählte, sagte sie mir, dass er gefährlich sei. Ich frage mich, ob sie mir ihre Gießkanne leiht, wenn ich Bianca besiege. Von der kriegt man auch nichts. Ich dachte, kriegt man hier. Blühender Blumenladen. Blühender Scheißladen, wo man keine Schinkenkanne kriegt. Okay, wir kriegen sie anscheinend vor Ort. Toll. Oh Mann, okay. Heilen wir unser Pokémon mit meiner verpackten Enter-Taste. Na, jetzt gehen wir aus dem Weg. Okay, das hat sich total gelohnt. Ich glaube, ich gehe nochmal in die Spielhalle. Oh Mann, Spielhalle. Ich glaube, das sagen so Leute, die Deutsch lernen. Spielhalle. Angenehm, Pokémon sind wieder fett. Ja, gut. es ist immer noch Dienstag. Daher nicht wundern, falls später der Wärter noch da ist an dem Ort. Das liegt nicht daran, dass es Samstag ist oder so oder Donnerstag, sondern ganz einfach, weil immer noch Dienstag ist, weil es immer noch dieselbe Aufnahmesession ist wie die vom letzten Part. Ach komm, wisst ihr was, machen wir es ganz kurz. Ich hoffe, es tauchen keine Pokémon auf. Das wollte ich nicht. Nein, du verdammtes Nubbel, ich will nichts von dir. Geh weg. Du nervst mich so sehr, wie dieses Nubbels Chessys Mauzi genervt hat. Chessys Mauzi? Na, sag mal nur Mauzi. Ich bin Mauzi. Nein! Fail. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich bin Mauzi. Es taucht ein weibliches Nubbel auf. Ich habe kein Mauzi und ich bin auch kein Mauzi. Jetzt fass dich in Ruhe. So, ich will hier vorbei. Ach, verdammt. Warum habe ich keinen... ich vergaß. Wir haben keinen Zerschneider. Okay, gehen wir wieder durch dieses Snubbelgras auf du. Nein, kein Snubbel, bitte. Hey, ich stöße hier nur auf taube Ohren. Nämlich nur auf Taubzies. Oh Gott, wir haben schon wieder 22 Minuten gezockt. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Na gut, dann stelle ich mich vor Mogelbaum. Verdammt, jetzt habe ich gesagt, was für ein Pokémon das ist. Nein, es ist kein Mogelbaum. Es ist ein irgendein Baum. Es ist ein Apfelbaum. Genau, er greift mit Äpfeln an. Apfelbaum setzt Apfelschleuder ein. So. Das ist das unbekannte Pokémon, was ich reintun will. Der Apfelbaum, genau. So, dann beende ich jetzt den Part an der Stelle. Ist zwar gerade schon lustig, ich weiß. Aber ich glaube, der nächste Part ist auch noch lustig, weil er auch noch in derselben Aufnahmesession sein wird wie dieser Part hier. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Part. Bye, bye.